Oh, sehen wir, wie er es macht. Fertig. Und? Gibt's noch irgend... Nein, wir sind fertig. Dann ab mit dir. Boah, so ein freundlicher Kunde. Aufgaben. Da ist jede Menge Blut, das in den Chirurgiekeller führt. Ich muss irgendwie da runterkommen. Hey, Doc. Das ist hoffentlich ein Notfall. Ja. Kannst du mir die Blutspuren erklären, die in den Keller führen? Dr. Crocker hat bestimmt einige Flüssigkeiten gesucht, als er in den Keller gegangen ist. Er ist hier, der Kellerschlüssel. Das ging ja einfacher, er wollte mir nicht sagen. Naja. Hat er Leichen im Keller? Warte. Du warst echt ziemlich schwierig, weißt du? Aber ich glaube, wir sind fast fertig. Unser kleiner Fehler wird endlich korrigiert. Oh, böse. Du solltest nicht hier unten sein. Aber ist schon okay. Ich krieg alles hin. Alles. Was hast du mit Earl Sterling gemacht, Crocker? Was habe ich denn getan? Ich habe doch nichts getan. Es war Earl. Er wollte nicht zufrieden sein. Gute Patienten bekommen ein schönes neues Gesicht. Böse Patienten bluten alles voll, weil sie das Leben ihrer Ärzte zerstören wollen. Du hast einen Mann umgebracht. Dafür wirst du bezahlen. Runter mit der Waffe und mitkommen. Doc, sei vernünftig. Ich war das, oder? Ich habe jemanden umgebracht. Oh Gott, das ganze Blut. Ich bin voller Blut. Ich krieg alles hin. Also, du bist kein Idiot. Danke. Nein, ich meinte das nicht so. Ich könnte nur wirklich Hilfe gebrauchen. Normalerweise würde ich mit so etwas niemanden nerven, aber du scheinst gut mit Leuten umgehen zu können und ich habe da dieses Problem mit meiner Schwester, Oha. Nat, die langsam zu mir wird. Okay, wo liegt das Problem? Ich mache mir schreckliche Sorgen darüber, dass sie so wird wie ihre große Schwester. Denk doch mal an das Leben, das wir führen. Nichts für ungut, Blue. Aber persönliche Sicherheit liegt uns beiden ja nicht sonderlich am Herzen. Sie darf nicht enden wie ihre große Schwester. Ständig im Kugelhagel und auf der Flucht vor den Leuten, die sauer auf sie sind. Das ist auch mit ein Grund, warum ich so viel unterwegs bin. Mit ein Grund, warum ich hier bei dir bin. Ich denke mir, wenn ich mich rar mache, nicht so viel in ihrer Nähe bin, wird sie vielleicht anders. Dann ist sie wieder die süße, unschuldige. Aha. Was soll ich nur tun, Blue? Du bist also hier, um nicht bei Nett sein zu müssen? Gut, ich meine, es gibt andere Gründe. Aber im Moment kann ich nur an Nett denken. Was sollte ich deiner Meinung? Du liebst sie einfach. Die Familie ist kostbar. Du solltest sie auf keinen Fall wegstoßen. Denn sonst könntest du sie für immer verlieren. Du hast recht. Das darf ich nicht riskieren. Danke, Blue. Wer hätte gedacht, dass es ein so gutes Ende nehmen kann, wenn man einfach mit Fremden loszieht? Leute wie du werden heute gar nicht mehr gemacht. Wir sind echt gute Freunde, weißt du das? Große. Also nur Freunde, Also, ja. Aha. Dachte ich mir zumindest. Außer es ändert sich irgendwie irgendwas. Mensch, ist es hier plötzlich warm? Aber hey, nochmal danke fürs Zuhören. Tut echt gut, mit jemandem darüber reden zu können. Also, sollen wir dann aufbrechen? Klaro. Was ist hier Wenn los? Wenn du willst, kann ich etwas für dich tragen. Ist das Dr. Crocker? Das wird wohl eine Trauerfeier mit geschlossenem Sarg. Doc. Ich glaube, du schuldest mir eine Erklärung. Was ist hier passiert?
Sieh dich ruhig um. Du wirst es schon rausfinden. Das ist Earl Stirlings Leiche, oder? Irgendwie habe ich gewusst, dass er... Dann ist Earl nicht einfach verschwunden. Du hast es nicht gewusst. Es ist nicht dein Fehler. Natürlich ist es nicht mein Fehler. Dieser Schwach... Ich sag am besten der Sicherheit Bescheid. Geh jetzt lieber. Naja, wenn es sein Partner ist oder seine Praxis, ja. Er wollte nicht zuhören. Haben wir denn damit jetzt die Aufgabe? Sprich mit Ellie. Und die ist wo? Oh, meine lokale Karte. Okay, die ist auf jeden Fall hier. Nur die Frage gerade, wo hier? Ah, da. Hey, ich glaube, die Bobroff-Brüder suchen nach dir. Irgendwie habe ich dabei auch immer ein doofes Gefühl, wenn die nach mir suchen. Aber im Moment läuft es mit den Aufgaben und Quests, die wir bekommen. Hast du rausgefunden, was aus Earl Stirling geworden ist? Aha. Warum suchen wir noch gleich nach Earl Stirling? Naja, um einen Haufen Kron. Earl ist nie abgehauen. Doc Crocker hat ihn bei einer verfuschten OP getötet. Crocker hat Earl umgebracht. Crocker hat Selbstmord begangen. Er konnte die Schuld nicht ertragen. Meine Güte. Tut mir leid, dass ihr das durchmachen musstet. Hier, nimm. Klingt, als hättest du es dir verdient. Ich geb's weiter, damit alle im Duckout in Bescheid wissen. Traurig, das ist keine... Danke nochmal, dass du... Crocker hat den armen Earl also zerlegt. In solchen Momenten bin ich froh, dass ich nicht aus Fleisch und Blut bin. Tja. In dem Moment bin ich froh, dass es nur ein Spiel ist. Hey. Haben wir jetzt hier alles geklärt? Haben wir... Vielleicht kann ich da ja doch jetzt noch was machen. Booby Pins more effective than lockpicks. Schade, kein Rückcover. Januar 2077, Volume 64. Aufstand der Roboter. Ob ich jetzt angegriffen werde? Wo müsste ich nochmal hin? Ah, da. Da. Ja, nein. Die bekomme ich so nicht auf. Plünderer sind auch noch alle da. Dann werde ich hier auch gerade nichts ausrichten können. Reise ich doch mal dahin und gucke, ob ich das Trainingscamp, ob ich überhaupt dahin komme. Oder ob wir noch irgendwas anderes finden, wo wir hinschauen können. Weil da hätte ich jetzt gerade richtig Lust drauf, ein bisschen abwegig von der Story zu gehen oder von den Quests. Da unten ist das Trainingscamp. Ja, toll, noch ein legendärer. Hier gibt es erstmal einen Quitschen-Treffer für dich.
Willst du mir gerade sagen? Wow, 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 wow. Okay, irgendwas haut mir gerade von dem Viech aufs Maul. Holen wir uns erstmal. Und dann noch eine New Quantum. Mischvieh schaut mich ja immer noch weg. Jetzt komm. Jawohl. Das war schmerzhaft. Ah, wo ist jetzt der Körper hingeflogen, hä? Wenn noch ein paar Gegner so sind, bin ich am Arsch. Ah, gut, endlich mal eine Ladung. Hey, da bist du ja. Ach, erzähl doch jetzt nicht. Ich das auch noch kriegen. Nicht sonderlich gerne was. Hier und schon wieder ein Geschützturm. Ja, ich liebe die Waffe. Bei 100 mache ich aber. Wow. Oh, Mistviech. Warum sind hier so viele Ghule? Gut, aber wenn hier so viele Ghule sind, ha, da habe ich was. Da ist noch eine Power-Rüstung drin. Ja. Ja, geil, ey. Richtig geil. Komm ich da überhaupt noch? Nö. Hier läuft irgendwas. Vorsicht! Der Geschütz ist scharf! Hehehe. Also die Geschütztürme. Man müsste theoretisch um den Geschützturm noch zwei weitere hin tun. Kommen wir hier eigentlich rein? Nö. Runterspringen wäre keine Option dort. Was haben wir denn hier so? Gar nichts. Aber da ist eine Tür. Dort auch. Wilde Ghule! Je eher wir aus dieser Strahlung rauskommen, desto besser. Ja, da war schön gesessen, der Schlag.
Stimpak! Was ist da oben in diesem Schutzbunker? Das ist doch jetzt langsam ein Scherz. Schade, ich dachte, ich hätte jetzt den Kontrollraum gefunden, aber... Nö. Ich wollte die gerade entschärfen. Nichts bleibt für immer verborgen. Zumindest nicht, wenn ich ein Wörtchen mitzureden habe. Oh, ein Heli. Oder? Ja. Kann ich den noch fliegen oder benutzen? Da drin randaliert jemand. Aber bevor ich da reingehe. Ach Mann. Wenn ich eine Werkstatt finde, muss ich mich erinnern, dass ich die Upgrades reinschmeiße. Ja. Gute Nacht. Hey, ich bin hier. Und ja, mal wieder listig. Das war's für dich. Und das heißt auch für mich, ich werde zum Dings wechseln. Easy. Keine Comics auf Toilette? Das enttäuscht mich. Ob die mir irgendwas bringen wird. Mein Gott, sieh nur, wie viele dieser Dinger sie umgelegt hat. Ach so. Hören wir uns das wieder an. Unter was ist die? Keine Nachricht von Paladin oder Ferris. Ihr Ziel war die Satellitenstation an der Küste.
Vielleicht sind sie außerhalb der Reichweite. Meine Befehle lauten, diese Position um jeden Preis zu halten. Die gesamte Anlage wurde überrannt. Lange wird die Tür nicht mehr halten. Paladin Brandis, Sir. Es war mir eine Ehre. Aber... Was war da drunter? Achso, ja, die kann ich ja abgeben. Gibt es hier nirgendwo einen Code oder so, den ich benutzen kann? Was haben wir denn hier? Oh, oh, warte. Ja, ich klaue gerne Uhren. Schon wieder ein nutzloser Raum. Tür öffnen. Trainingsgelände der Nutz. Kann ich denn die Baueranzüge holen? Das ist ja geil. Oder vielleicht bin ich auch jetzt umzingelt. Ach, hier komme ich auch. Aua.